Einfach steckt doch, Schatz. Hier scheint aber irgendwas Mobiles zu sein. Eine Mode aus. Okay, die Eichelsporen, ich möchte lösen. Eichelsporen sind ausländisch, also sind hier nicht einheimisch im Tresor. Die hat, haben die Coronata auch einfliegen lassen, wie auch immer. Um zu sabotieren. Und deswegen gibt es jetzt hier eine kleine Epidemie. Wäre jetzt meine Vermutung. Tagebuch von Augustin Tonnelier. Dickes Tagebuch in gleichmäßiger Schrift beschrieben. Die letzten Seiten enthalten jedoch eine andere Handschrift, sind voller Klecks und durchgestrichener Wörter. Ein geheimnisvoller Herr hat mich aufgesucht und mich gefragt, ob ich ihm die Fässer verkaufen würde, die wir für die neue Weinsorte anfertigen. Ich habe höflich abgelehnt, da ich weiß, wie viel der neue Wein Frau Mathilda bedeutet und wie viel vom Erfolg dieses Weins abhängt. Mathilda ist vielleicht... Ja, Frau Mathilda macht vielleicht Sinn, dass es die Chefin ist. Schließlich war die Lage auf dem Weingut in den letzten Tagen sehr angespannt. Dieser sehr geheimnisvolle Herr erwies sich auch als extrem wohlhabend. Er suchte mich erneut mit einem sehr prallen Beutel auf. Verdammt, es wird ganz schön schwer sein, seine Wünsche abzulehnen, wenn er mich wieder vor so eine Herausforderung stellt. Heute habe ich vergessen, die Tore zum Lagerhaus der Fässer abzuschneiden. Ich schäme mir mich sehr, aber was sollte ich tun? Frau Mathilda ist am Boden zerstört. Ich fasse das Geld erst an, wenn sich die Sache beruhigt hat. Ich habe einen Beutel voller nilfgaardischer Florent, aber die werden noch Floren geschrieben, oder? Im Sonnenblumenfeld versteckt. Solch ein Vermögen darf bei mir zu Hause nicht gefunden werden. Er hat mich erneut aufgesucht. Dieses Mal wollte er das Rezept für den neuen Wein haben. Ein wenig Ehre besitze ich, aber Fässer sind eine Sache. Da kann ich neue anfertigen. Aber das Rezept für den Wein, ich sagte, er würde ich sterben und da hat er mich so seltsam angesehen. Mir lief es kalt drüber und danach sollte ich besser meine Türen verräumen. Und doch waren es Moder heute? Oder sind die hier wegen der Leiche? Im Sonnenblumenfeld. Wo ist das Sonnenblumenfeld? Jetzt wollen wir ein paar Meter weiter weg. Spitzwegerig. Ist das Unkraut? Sieht nicht so aus, als würde er da hingehören. Auf jeden Fall gucken wir nicht gleich aufs Maul kriege. Was hat das denn? Ach, das war so ein Stück von der Statue. Verwundert. Sonnenblumen sind ja relativ leicht zu... Ach, hier, guck mal. Nee, das sind keine. Sonnenblumen sind auf jeden Fall leicht zu erkennen. Da waren auf jeden Fall gerade ein paar, aber es war kein Feld. Sonnenblumenfeld. Achso, die sind vielleicht noch nicht gewachsen. Ne, ist einfach nur 20 Sonnenblumen. 91, das ist doch nichts. Okay, wer weiß, wenn ich es umtausche, ist es vielleicht ein bisschen mehr. Also ein Kronen. Vielleicht ist der Wechselkurs gut. So, einen machen wir noch. Den fünften, da bin ich jetzt erstmal. Ja, pass bitte auf, ja. Das Ding ist hier mit Korn. Halt. Nicht so schnell. HB für Bestiary. Könnte ich mir eigentlich mal merken. Letzte. Wenn ich diese Kichertussi das nächste Mal sehe, kratze ich dir die Augen aus. Langsam. Das ist die Kichertussi. Kennt man die? Da Plätze habe ich schon wieder zweimal gedrückt. Och nee. Ja, der pustet hier den Boden, dann kommen die ran. Als von unten die Bomben so quasi hinterlassen. Hat sein, dass du dich durch den Aufzähler drin bist, ein bisschen doller als du bist.
Ich immer mit meinem Reflex, macht aber eine schönere Zwischensequenz, finde ich. Haben wir es wieder schön. Bis 12 Uhr mittags. Bis die Sonne am höchsten steht. Zumindest ist er nicht weiter gewandert. Ein kleines schmuddeliges Mädchen. Aber Kinder dürfen schmuddelig sein, wenn sie spielen. Endlich kann ich in Frieden trinken. Auf deine Gesundheit, Hexer. Danke, aber irgendwie finde ich das nicht cool. Ich möchte deine Sucht nicht unterstützen. Hier ist jetzt wieder einer drauf. Brief von Augustin Tonnelet. Ladislas. Okay, der ist anscheinend nicht einheimisch. Sie haben die Fässer aus unserem Lager gestohlen. Wir müssen eine neue Ladung herstellen, und zwar schnell. Also es ging wirklich nur um leere Fässer. Lies unsere Anweisung genau durch. Fälle 8 Kastanien. Verarbeite sie so schnell du kannst zu Brettern und schicke die Bretter in die Lauge. Suche dann 12 Akazien, fälle sie und entferne die Rinde. Kann das sein, dass ich dem einen, den netteren Hersteller quasi die Sabotage melden kann und dem anderen nicht so netten vielleicht die Rezepte einfach bringen kann, also verraten, den Scheiß verraten kann, also quasi die Aufgabe zu Ende führen, die er vorhatte. Suche dann 12 Akazien, fälle sie und entferne die Rinde. Wir übernehmen die finale Behandlung der Kastanienbretter, sobald sie vom Auslaugen kommen. Schicke die Jungs nicht alleine raus, sie sollen mindestens zu zweit sein. Ich habe gehört, dass diese gierigen gelben Pflanzen über aus dem Boden schießen können. Sie sind ein echter Fluch. Sei also vorsichtig. Augustin Tonnelier. Ich tue, wofür ich bezahle. Das ist ein sehr merkwürdig geschriebener Name, nicht Nase. Okay. Eine Wächterhose, ein bisschen Schnaps. Ich glaube, hier ist es wirklich so, dass man hier nur Schnaps kriegt. Beziehungsweise Wein. Das sind ja Weine. Das ist Cognac, ein Wein, ein Brandwein, ne? Aber. Frage, was ist daran jetzt Brand und was ist daran Wein? Ich kenne mich damit nicht so aus. Ich trinke eigentlich nur drei Sachen. Die Leute sagen, der Storch blickt die Kinder. Aber wer hat dann meine Mutter gefickt? Entschuldigung. Gibt's auch diesen Witz, ey Papa, es gibt so viele schöne Frauen da draußen und du fickst den Storch. Wenn die Kinder schon ein bisschen aufgeklärter sind. Das könnte auch so ein Spruch sein, der direkt aus so einer Mittelalter-Umgebung, also direkt halt aus dem Mittelalter stammt. Das könnte direkt so aus The Witcher oder aus Game of Thrones sein. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, wir fangen hier an und gehen dann brrrt hier so hoch. Langsamer. Muss ich mir schon um Routen Sorgen machen, obwohl ich noch nicht mal Fragezeichen abklappern will, aber dadurch, dass es zu den Quests gehört. Muss ich jetzt den Mittelweg finden. Ich habe auch zwischendrin überlegt, ob ich die Fragezeichen jetzt einfach einschiebe, aber wir haben noch so, naja, so viele in dem Quest haben wir nicht, aber mit Glück, ach, das ist hier unten der Typ. Mit Glück schaffe ich heute die Nebenquests, wenn wir schnell sind, dann wird es nicht so lange dauern. Also hier dieses La Mer La Louche oder wie das heißt, das könnte noch ein bisschen länger dauern. Das ist, glaube ich, eine wichtige Quest ist, also eine quasi Hauptquest. Du glaubst wohl, du kannst machen, was du willst. Entspann dich. Komm schon. Und so, ich muss nach Norden, ne? Ist ja gleich hier gewesen. Also den nördlicheren, nicht ganz nach Norden. Nicht straight nach Norden, liebe Kinder. Aber ich wollte eigentlich gucken, bei der Quest, wo ich das gelesen habe mit der Gorgo, wollte ich gucken, ob man die von da sehen kann. Habe ich aber nicht drauf geachtet. Jetzt zittern die Hände. Stehen und beten. Also hier ist ein Monster total auf. Nochmal was anderes. Also ich glaube, hier sind manche Quests einfach Standard-Quests, also hier Monsterwürfe aus allen Gütern statt Monsterwürfe, sage ich jetzt mal als Beispiel. Und einfach nur damit so ein Toussaint hier hat. Aber ich finde das gleiche wie vorher. Als einen, ich habe da später noch ein Stück benutzt. Das war so klar.
Da habe ich mich verklickt. Und dann hat auf einmal nichts mehr geklappt. Ich wollte eigentlich raus aus dem Menü, weg und Quen anmachen. Da wurde ich ein bisschen hektisch. Warte kurz. La Cage aux Fous, hier ist das übrigens die Quest. Ja, ja, Meister, ich bin ein Lobbygrad. Stammt aber interessanterweise, also der in den stammt aus das Billige. Der aus Novigrad ist ein Elf, also los, der los. Aus dem Osten. Ein SI-Elf. Oh, seid da dran. Also, können wir wohl gleich gebrauchen. Au. Ich kann mich drunter durchrennen, das ist mal gut zu wissen. Das war nicht Lamere Ufu, das war. Also nicht. Okay, es ging gleich. Ich meine aber das nicht das Meer. Das ist Lamere. Sondern Lamere. Also Mutter. Kind. Mann. Arm. Ich hab Hilfe gebrochen und. Ich hab so zugehauen, ich hab schnell vom Spiel, ich kann da nicht lange, also so lange am Turn, dass ich die Kappe nicht brauche. Ja stimmt, hier ist das nicht. Ah, die roten Punkte auf der Karte sind da, wo ich irgendwie so hinporten kann, weil das halt diese Kapseln sind. So, später ist nie diese Erkenntnis, wa? Die Archesporen treiben bald wieder aus. Ich muss die Gegend zerstören, wenn ich sie loswerden will. Ich bin schon weg. Plätze? Komm da. Einmal in den Wald, bitte. Ich mir gar nicht markieren müssen, hier halt einmal. Aber wobei, ob es der südliche Punkt ist, weiß ich nicht. Bei einer ist ja noch weit im Osten. Die könnten sich ja auf meiner Minimap überlappen. Da, schon wieder. Ich hab auch gehört zu klicken. Wo der Ankam noch geht. Vielleicht schon wieder eine verlassene Stätte. Ich mag zwar diese Zwischensequenz. Ist das übrigens, ist das eine quasi in Echtzeit eine Kamera oder haben die da wirklich einfach nur in Ultra-Qualität, also in möglichst hoher Qualität, sagen wir mal, abgefilmt. Kaum zu glauben, dass alles vorbei ist. Hab ich danke, Hexer. Frauen und Fleisch. Je länger man sie klopft, desto besser werden sie. Oh, Backe. Ich hab immer noch einen Kater. Was ist das für ein Gepfeife? Oh, Hina! Ja? Hi. Vielleicht ist es auch so eine Art, sagen wir mal, Weltwunder, so wie die Statue, dass ich hier ein Weingut wieder zur alten Kraft verhelfe. Und da ich Corvo Bianco hier ist und die hier die Freundlichen sind, die ja sabotiert werden von denen hier oben, würde ich natürlich gerne hier, weil vielleicht werden dann die Felder ein bisschen begrünt. Liste mit dem Siege von Liam de Coronata. Bogdan, also auch ein osteuropäischer Arbeiter. Wir müssen außergewöhnliche Vorsichtsmaßnahmen treffen. Wir wissen immer noch nicht, wo diese riesigen Parasiten herkommen. Stell deshalb zusätzliche Wachen auf. Lass Tag und Nacht Fackeln brennen und lass die Feuer nie ausgehen, denn diese wilden Pflanzen mögen kein Feuer. Und trotzdem hauen sie nicht ab bei Igni.
Vergiss nicht, dass unser Herbarium weit wichtig ist. Ohne die Aromen, die du uns besorgst, können wir die Produktion des Gewürzweins niemals fertigstellen, indem wir so viel Hoffnung gesteckt haben. Ich weiß, die Männer haben Angst und wollen nicht arbeiten, doch statt des Stocks, von dem du offensichtlich sehr gern Gebrauch machst, solltest du den Leuten sagen, dass ich den Lohn auf 2 Kronen erhöhe und dass sie sich außerdem am Ende der Woche in der Küche melden können, um eine Pfanne Paté zu erhalten. Liam de Kronata. Er wird mir sympathischer. Also, natürlich, Gefahrenzulage muss bezahlt werden, aber er hätte auch sagen können, hier arbeitet oder ich lasse euch umbringen. Aber hier ist das alles ein bisschen zu gesitter. Also, ich muss sagen, meine Entscheidung am Ende, Nilfgaard zu unterstützen, war wohl doch gar nicht so schlecht. Dafür haben sie Ciri nicht bekommen. Also 50-50. Win-win-Situation für uns. Der Kaiser bleibt und Ciri bleibt bei uns. Leider hat die hier keine Auswirkungen, was schade ist. Also sie hätten ja, das wäre aber wahrscheinlich sehr aufwendig gewesen, dass wir hier unter Ciri einbauen und der Entscheidung. Aber halt, ich glaube, Entscheidungen einbauen, gerade in DLC, das geht nicht einfach. Explodieren. Scheiße, Mann. Das geht mir so auf den Sack hier. Eigentlich muss ich konstant mit Quinn arbeiten bei denen, weil ich bin zu blöd, die zu bekämpfen. Hätte ich vielleicht ein bisschen mehr auf Magier geskillt, wäre das vielleicht einfacher oder ein bisschen mehr auf Schaden. Aber da ich ja so ein Allrounder bin, weil ich ja von der Wolfschule bin. Bitte, mein Geralt ist ja ein Anhänger der Wolfschule. Also ist er ja so oder so, aber... Frauen und Fleisch. Okay, es hat gespeichert. Warte, gucken wir lieber hier nochmal. Der hat nicht gespeichert. Wann habe ich es mitgenommen? Ich kann mir vorstellen, dass wir das als... Beweis oder so. Hey! Frauen und Fleisch. Je länger man sie klopft, desto besser. Der Spruch ist langsam alt. Doch nicht gespeichert? Doch. Hier ist gut. Nee, ach doch. Ja! Puh, stinkig. Ich glaube, sie meinte nicht mich. Was gibt's für Power? Was gibt's auf den Friss? Los! Was ist das für eins Fresse? Was ist denn das da oben? Ich bin neugierig. Neugierig. Färbemittel, ja, immerhin, ne?